Und heute Morgen, ich bin heute Morgen aufgestanden und geht's nonstop weiter bis Sonntagabend irgendwann. Wie, was heißt nonstop? Ihr schlaft nicht? Nee, wir schlafen nicht. Wie geht denn das? Ja, no comment. Ja, wir werden, also Chemie kann man ja von der Steuer absetzen. Ne? Jana und Jochen unterwegs. Sie tanzen. Nonstop. 60 Stunden hat die Nacht. Denn das ist der Rave, die große Party. Ausrasten im Techno-Rausch. An diesem Wochenende sind wir dabei, versuchen durchzuhalten wie Sie. Freitagmorgen in der Lehrwerkstatt der Telekom in Mannheim. Jochens Arbeitsplatz. Noch. In wenigen Tagen ist er ausgebildeter Elektromechaniker und arbeitslos. Die Telekom baut Stellen ab. Da nutzt es nichts, dass der Ausbilder Jochens Leistung lobt und sich morgens liebevoll nach dem Befinden seiner Schützlinge erkundigt. Jedenfalls, als wir da sind. Morgen. Morgen. Hallo hier. Alles in Ordnung? Ja, klar. Ja, Jochen, wie geht's? Prima. Gleiche Zeit, 300 Kilometer weiter nördlich. Salon Angelika in Burghasungen bei Kassel. Janas Arbeitsplatz. Seit 6 Monaten. 22 ist sie und will eigentlich etwas ganz anderes machen. Irgendein Verlagsjob, Fachabitur oder auswandern. Nach Australien. Noch aber endet The Never-Ending Party, der Rave, pünktlich jeden Montag. Ganz normal zur Arbeit zu gehen, das ist natürlich immer so eine Sache, da gibt es immer so Nebenerscheinungen, dass man halt öfters mal aufs Klo muss und so, wegen Durchfall. Und, aber ich meine, wer feiern gehen kann, der kann aber auch arbeiten gehen, das ist jetzt mal meine Meinung. Feierabend, Freitag, 19 Uhr. Hinter ihnen liegen 8 Stunden Waschen, Schneiden und Löten. Vor ihnen mehr als 50 Stunden Dauerparty. Für Jochen nonstop. Jana aber wird morgen früh wieder Locken einlegen. Schließlich ist samstags Hochbetrieb im Salon Angelika. Vor einem halben Jahr haben sich Jana und Jochen kennengelernt. Bei einem Techno-Rave. Seither treffen sie sich regelmäßig. Immer am Wochenende. Hallo. Hey, wie geht's? Schön. Und was geht heute Abend? Omen. Standard, oder? Ja, Standard. Okay. Bis dann. Tschüss. Jochen, das Essen ist fertig. Kommst du? Ich habe Schinkennudeln gemacht. Jana, hier sind deine Sachen. Möchtest du noch was essen? Nee, danke. Na, dann ist gut. Kommst du, Jochen? Ja, ich bin schon da. Hallo, grüß dich. Und so? Gut. Und wie war es heute? Ach ja, es ging, ne? Ja. Machst du Saft oder Cola? Saft. Die Party beginnt im Badezimmer. 1/3 ihres Einkommens geht für Klamotten und Styling drauf. Beide wohnen noch bei den Eltern. Auszug? Kein Gedanke. Meine Mama ist ziemlich wichtig. Die ist eigentlich so die einzigste. Wenn ich so vom Wochenende heimkomme und mich ins Bett lege und weiß sie auch ganz genau, dass sie mich nicht zulabern darf und stellt mir einfach eine Tasse Tee hin und dann komme ich wieder gut auf die Beine. Ich wohne zu Hause, ich kriege ja alles gemacht. Ich brauche nichts abzugeben, kein Geld. Ich habe das ganze Geld für mich und das brauche ich auch, weil ich halt meine Ansprüche halt irgendwie ziemlich weit hochgeschraubt habe. Los geht's. Die Straßen sind spiegelglatt. Trotzdem werden die beiden an diesem Wochenende insgesamt 1300 Kilometer fahren. tut sich sowas nicht an, man macht's einfach, weil man, ja, man kann dann irgendwann nicht mehr aufhören zu feiern und man hat halt Lust und kann nicht auf dem Arsch hocken oder in der Ecke rumhocken, wie es die meisten sonst machen. Also ich habe Spaß am Feiern und wenn ich gute Laune habe, dann zeige ich es auch. Zwischenstopp auf dem Weg nach Frankfurt. Jana holt Steffi und Christian ab. Steffi ist Janas beste Freundin und erst 14. Ihre Eltern haben eine gut gehende Textilfabrik. Sie bezahlen das Spritgeld für die Marathontouren. Verbieten, sagt Steffis Mutter, ist sinnlos, damit erreiche ich nur das Gegenteil. Jana hat es eilig. Die Party soll endlich beginnen, denn in nur 8 Stunden muss sie ja wieder arbeiten. Samstag, 0 Uhr in Frankfurt. Techno-Disco-Omen. Jochen ist als erster da. 6 Türsteher sich in den Eingang. Gegen Schutzgelderpresser, Schießereien und vor Drogen. Im Prinzip jedenfalls. %100 kann man nie kriegen. Also wir helfen, was wir können. Unser Chef, dass die keine Drogen rein, aber kann man nie wissen. Wir machen nicht die Leute, wir lassen nicht die Leute ausziehen, nackig. Dass wir gucken, wo haben die das verstecken. Wir gucken in die Tasche, in die Stiefel, in die Zigarette, Päckchen und so weiter. Aber bei diesen Designpille, die sie kennen, das ist zu klein, da kann man nie sehen, 100%. Zur gleichen Zeit irgendwo im Vogelsberg, irgendein Parkplatz. Auf unsere Bitte zeigen uns Jan. Sie gediehen. Sie putschen auf, heizen die Motorik an. Sind sie gestreckt, mit Strychnin und Brom. Der Preis? So viel wie 3 Bier. Das Risiko? Kreislaufkollaps, kaputter Magen, Muskelschwund. Abend. Hallo. Samstag früh, 2 Uhr. Jetzt beginnt die eigentliche Nacht. Schwüle Luft. Dröhnende Bässe, 260 Schläge in der Minute. Der Techno-Tempel Omen zieht Raver aus ganz Deutschland an. 18 Mark kostet der Eintritt, Getränke extra. Und die sind teuer. Trinken aber ist überlebensnotwendig. Tanzen und Drogen trocknen den Körper schnell aus. Es ist eine Nacht wie viele. Und doch eine besondere. Der Meister legt auf. Disc-Jockey Sven Feth, Kultfigur der Techno-Szene. Auch für Jana und Jochen, die Feth schon viele Kilometer nachgereist sind. Losgehen, dann heißt es irgendwo für 3 Tage am Wochenende einfach loslassen, den Alltag hinter sich lassen, so sich von gesellschaftlichen Normen und Zwängen, Konventionen zu befreien, einfach auszuflippen, ein bisschen Spaß zu haben und vor allen Dingen miteinander Spaß haben. Das heißt also ganz groß geschrieben wird Gemeinschaft, Unity nennen wir das so und ja, die Aggressionslosigkeit in der Szene, das ist halt mit am wichtigsten. Ich möchte halt einfach am Wochenende mich austanzen, mich austoben. Und das ist, ja, wie gesagt, halt, für mich ist absolut entspannt. Was arbeitest du denn? Ja, ich bin Chefsekretärin. Samstag früh, 6 Uhr. 5 Stunden hat Jana getanzt. Jetzt ist die Rave Night für sie vorbei. Teil 1 jedenfalls. Später mehr. Später. Jetzt aber muss sie los. 2 Stunden bis Burghasungen und den Kundinnen im Salon Angelika. Währenddessen im Omen. Guten Morgen, Frau Ruders. Was machen wir denn heute? Waschen schneiden für uns, bitte. Samstagmorgen 10 Uhr. Kalt ist es und quälend hell. Wieder im Auto, wieder nach Norden. 160 Kilometer bis Neukirchen, dorthin, wo Steffi wohnt. Zum gemeinsamen Ausspannen. Steffis Mutter hat Suppe besorgt. Seid ihr müde? Ja, ihr nehmt uns heute mit Blatt aus. Warp 4 und Red Bull. Und an ihr was ich euch gesagt habe. Ne? Mhm. Und was ging gut? Und Traubenzucker auch. Und Traubenzucker, das geht gut, ne? Zu jeder Dauerparty, zu jedem Rave gehört das Chill-Out, das sanfte Abklingen bei Ambient, Trance und Hausmusik. Kräfte tanken zwischen den Nächten. Jana kommt dazu, nach 5 Stunden Arbeit im Friseursalon und einer Stunde Autofahrt. Hallo. Hi. Na? Hi, gearbeitet. Ja. Das ist ja. Alle sind müde und erschöpft. Wir auch. Was interessiert Sie außer dem Rave? Politik? Also ich werde nicht wählen gehen. Ich wüsste auch gar nicht, wen ich wählen sollte, weil ich alles ziemlich sinnlos finde. Und außerdem, in der Zukunft geschieht das sowieso nie so, wie die das dann einfach versprochen haben. Du meintest jetzt, weil wir sonntags vielleicht in irgendwelchen Techno-Clubs abtanzen und dabei die Wahlen vergessen können. Ja, klar. Kann passieren. Jochen legt Platten auf, seit 3 Stunden, ohne Pause. Auf Kassette machen. Alles, was ich so denke, fühle oder so, das versuche ich in Musik wiederzugeben. Also ich versteife mich da schon ziemlich fest da rein. Diese Musik löst Emotionen aus in mir. Da habe ich irgendwie vorher nie zu träumen von gewagt. Also ich kann auf bestimmte Lieder, da stehe ich einfach da und mir kommen die Tränen. Der Pool im Keller des elterlichen Hauses. Verspielt sind sie miteinander, lieb und nett, aber auffallend unerotisch. Wir sind neugierig und wollen es jetzt wissen. Sind Jochen und Jana nun ein Paar oder nicht? Ich wollte noch was sagen. In unserer Szene ist es halt unheimlich schwierig, eine Beziehung zu führen. Also ich kenne halt ziemlich viele Leute, die sich halt irgendwie so beim Feiern kennengelernt haben und die dann auch zusammengekommen sind, aber die können dann irgendwo nicht mehr miteinander feiern. Weil, was weiß ich, die gehen sich dann aus dem Weg oder sind voneinander angestresst. Also ich finde es halt unheimlich schwierig. Jochen ist für mich ein sehr, sehr guter Freund und ich kann unheimlich viel Spaß mit ihm haben. Und wir verstehen uns eigentlich so, wenn wir jetzt uns abends treffen irgendwo, verstehen wir uns halt ziemlich gut und wir können auch eigentlich, glaube ich, ganz gut miteinander reden, aber sag ich mal, wenn ich jetzt so ganz krasse Reality habe, dann glaube ich, reden wir uns ein bisschen aneinander vorbei, glaube ich. Jochen, wie siehst du das? Nee, ich bin gerade so kopfleer. Ich weiß nicht, wo ich das was Juliane gesagt hat. Ja, gerade eben. Das hat jetzt nicht gemacht. Ja. War gut. Ich weiß nicht, ich kann keine Antwort geben. Später. Nochmal. Alle haben zugehört. Keiner sagt was. Warum haben Sie vorher nie darüber gesprochen? Es gab aber auch irgendwie nie die Gelegenheit dazu. Weil halt einfach dieses Kuddelmuddel, dieses Durcheinander, das, man ist halt auch immer zusammen, ja, mit mehreren Leuten, und da hast du keine Zeit oder die Möglichkeit, dass du dich mal alleine in eine ruhige Ecke hockst und es einfach mal ausdiskutierst oder so. Ja, ich bin traurig, klar. Ich weiß, ich habe jetzt halt ihr Statement gehört und werde mich halt damit auseinandersetzen. Aber jetzt nicht so, indem ich jetzt die ganze Zeit da hocke und die Presse ziehe oder so mache. Das überdenke ich gerade ein anderes Mal. Wir sind zusammen, um zu feiern und Spaß zu haben. Und wenn es dann Probleme gibt oder so, da sollte man da jetzt auch so, ich weiß nicht, aus einer Ameise einen Elefant machen, sage ich jetzt mal so. HR3 Radioservice. Stadtverkehr Frankfurt. Wegen einer Musikveranstaltung in der Festhalle ist der Hemmerichsweg in beiden Richtungen gesperrt. Samstagabend, 22 Uhr. Weiter geht's. Wieder im Auto. Wieder nach Frankfurt. Jana, Jochen und Steffi wollen zur Mayday, der größten Techno-Party des Jahres. 24.000 Raver sind da, einige sogar aus Australien. Ihr seid jetzt 41 Stunden auf den Beinen. Wie fühlt ihr euch? Wie seid ihr drauf? Fit? Also ich bin fit. Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht so von der Party Mayday. Ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Aber ja, doch, es macht noch Spaß und fit auch. Ja. Was gefällt dir hier nicht an der Mayday? Was ist anders als an anderen Partys? Ja, das ist kommerzielle. Dieses ja, gewollt und nicht gekonnt irgendwie. Obwohl es gut organisiert ist. Aber halt einfach nur was für die breite Masse und nichts für Liebhaber. (24.000 Mal Techno und Ecstasy. Seit Tagen haben die Medien die schlimmsten Drogenexzesse herbeigeschrieben. In der Frankfurter Uniklinik ist man vorbereitet auf die Techno-Nacht des Jahres. Sonderschicht und leere Betten. Die Stars der Techno-Szene, die DJs. Bis zu 20.000 Mark bekommen sie pro Nacht. Love, Peace, Befreiung. Die Schlagworte alter Hippie-Zeiten. Die Techno-Szene hat sie wiederbelebt, aber so Star-DJ Westbam. Ein Hauptunterschied ist, dass letztendlich jede Jugendbewegung, die in unserer Zeit authentisch sein will, tatsächlich Abschied nehmen muss von solchen Vorstellungen wie also so den finalen Heilsbotschaften. Also wenn ich jetzt sage Befreiung zum Beispiel, ist es ja ganz abstrakt gesagt. Ich würde nie sowas sagen wie ja, die klassenlose Gesellschaft und was weiß ich was für eine super Sache man da aufbauen kann. Ich glaube, dass eine authentische Musikbewegung heute sowas gar nicht mehr versprechen kann. Wir haben Jana in der Menge verloren. Jochen sucht sie, vergebens. Und dann verliert auch er sich. Sonntag früh, 4 Uhr. Notaufnahme Uniklinik. Wir stellen fest, das Drogenchaos, vor dem die Medien gewarnt hatten, findet nicht statt. Jochen trifft auf der Mayday seine Ex-Freundin. Die beiden verziehen sich in die Chill-Out-Halle. Während 24.000 Raver auch in der 9. Stunde ekstatisch feiern, wird das erste von 2 Drogenopfern eingeliefert. Ich hatte auf einmal Magenstiche bekommen. Magenkrämpfe, als wenn mir einer mit dem Messer da reinsticht. Und dann habe ich mich übergeben und da war Blut dabei. Ecstasy hat sie genommen und Aufputschmittel. Schon häufig hatte sie Magenprobleme. Aber aufhören? Ich mache das, weil wenn ich die Musik höre, dann weiß ich auch nicht, dann brauche ich das irgendwie, weil sonst stehe ich den ganzen Abend nur rum und gucke mir die Leute an. Und so bin ich am Tanzen, jeder ist am Lachen, man spricht mit jedem. Aber ohne Pillen geht es nicht. Doch, es geht auch ohne. Das habe ich auch schon mal gemacht, ohne Pillen. Aber dann meint man irgendwie, man wäre in einer anderen Welt. Man meint, die sind alle nicht mehr normal. Kommt einem ganz anders vor. Wir erinnern uns, was Jochen am Freitagabend erzählte. Es gab Pillen, da war irgendein Zeug drin, die wurden blind davon. Also ein Freund von mir ist blind geworden davon. Und das finde ich echt nicht okay. Und wenn man mal sowas, so einen Unfall miterlebt hat, ja, da kriegt man also wirklich Respekt, ja. Da überlegt man sich aber auch echt dreimal, ob man das Teil jetzt frisst oder nicht. Und deswegen würde ich auch mal sagen, jetzt mal an alle, die das Zeug weitergeben, so guckt darauf, dass da keine Scheiße drin ist, weil es ist echt nicht okay. Weil, stell dir mal vor, du bist blind oder so, nur weil du so ein Teil gefressen hast und ein anderer hat dadurch nur Kohle verdient. Das ist echt nicht okay, oder? Sonntag früh, 6.30 Uhr. Jana ist wieder aufgetaucht. Gemeinsam geht's weiter. Zum nächsten Rave-Event, der Disco Dorian Gray am Frankfurter Flughafen. Nächster Halt, Terminal 2. Fluggastbereiche D und E. Next stop, Terminal 2. Concourses D and E. Wir sind müde, haben Hunger, sehnen uns nach einer Dusche und träumen von einem Bett. Von Konzentration keine Rede mehr. Wie geht es Ihnen? Das ist lustig. Man hat Spaß dabei, man kann dadurch auch Sachen lernen. Man kann dadurch lernen, um 3 Ecken und mehr zu denken. Ja? Also schon Antworten im Voraus zu bekommen und darauf die Gegenfrage und dann nochmal eine Antwort und darauf die Frage. Und solche Fragen oder solche Antworten kommen da raus, weil die kommen einfach aus dem Bewusstsein. Man labert einfach drauf los, ohne irgendwas zu überlegen. Also man überlegt erst beim Reden. Ja? Und da man halt, was weiß ich, nach 50 Stunden dann nicht mehr alle Gedanken beisammen hat, kommt halt mal von da was und da und dann ist man mal kurz ruhig und dann denkt man ins Blumenbeet und sagt dann Kieselerde und es passt dann gar nicht in den Raum. Ja. So was ist es zum Beispiel. Aber das ist dann wieder lustig, ja. Und jeder versteht es, warum das so ist. Ich habe irgendwie, glaube ich, am meisten davor Angst, dass ich irgendwo... Ja, ich habe davor Angst, dass ich irgendwann, vielleicht eines Tages irgendwann mal durch irgendwelche Situationen irgendwelche Menschen so weh tue, dass dann irgendwann mal ganz alleine dastehe. Dass ich niemanden mehr habe. Nur noch wenige Stunden trennt sie von der Telekom in Mannheim und dem Salon Angelika in Burghasungen. Wie passt diese Welt zum Rave? Man muss diese beiden Sachen aber auch klipp und klar trennen können. Man muss Profi sein beim Feiern irgendwie, also wissen, was abgeht. Ja? Und man muss aber auch draußen in der Gesellschaft Profi sein, wissen, was abgeht, um nicht irgendwie eines Tages mal auf die Schnauze zu fallen. Ja? Und das habe ich da mit professioneller Schizophrenie gedeutet. Sonntagmorgen, 11 Uhr. Rave on. Weiter feiern im Dorian Gray. Sonntagmittag, es ist kurz vor 12. Wir sind alle mehr als 50 Stunden schon wach. Wir sind sehr müde. Wie geht's euch? Also ich fühle mich wunderbar. Ja. Ich bin ein bisschen müde, aber ich mache das noch mit. Wie lange bleibt ihr jetzt noch hier? Auf jeden Fall bis heute Abend. Okay, weil wir gehen jetzt nach Hause. Okay. Ja. Ciao. Ein Rave, das hieß für uns 4 Kamerateams, die sich abwechselten. Für Jana, Jochen und Steffi dagegen Standard. Und am nächsten Wochenende Rave On.